Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Layers of Fear 2. Und ja, ich finde dieses Wortspiel und Anführungszeichen 4-2 lustig, aber gut, ich lenke mich glaube ich nur so ein bisschen ab. Im Vergleich zu den letzten zwei Parts ist heute hoffentlich die Facecam, wie ihr schon seht, ein bisschen stimmiger hier reingefügt in das Bild. Habe ich leider bei den ersten zwei Parts nicht so toll aufgenommen. Von daher, heute sollte es allerdings zumindest ein bisschen besser sein. Und ja, wir sind hier immer noch auf Schatzsuche vielleicht. Das schaut wie eine Art Karte aus. Das hier sind die zwei Punkte und die verbindet man... Okay, ich verstehe es noch nicht so 100%. Okay, hier, das machen wir mal gleich. Hier. Okay. Wow, da passiert nichts. Okay. Na dann. Ja, da gab es glaube ich nichts, soweit ich weiß. Come on. Okay, ist zu, okay. Dann schauen wir mal, was hier hinter ist. Boah, Alter, ich dachte, da steht jemand Echtes. Oh, das ist die Szene, die wir vorher schon gesehen haben mit dem Typen, der da steht, aber... Oh, jetzt ist sie offen. Wow. Oh, nee. Ah, der führt genau über den Schatz da drüber. Ist ja super. Oh, nee, nicht im Ernst, oder? Es ist jetzt nicht euer Ernst. Okay. Schön. Hier ist nix. Hm. Ja, lieber mal hinter mir zumachen, man weiß ja nie. Okay, warum ist hier ein X? Hier ist auch ein X. Achso, okay. Oh nee. Ist es jetzt sowas wie ein Spiegelkabinett oder? Zum Rennen gedrückt halten. Oh, ich muss dem Licht ausweichen. Okay. Ich hoffe, das habe ich gerade gut gemacht. Glaube ich zumindest. Oh. Oh, Moment. Deswegen habe ich hier einen Zettel auch liegen für solche Fälle, weil ich dachte mir schon, wenn das hier Rätsel gibt, das schreibe ich mir dann ganz kurz hier ab, weil, ja. Ich bin sehr gut in sowas mir merken. Aber was? Das ist notwendig, nicht? Und draußen scheint es aber hell zu sein. Warum ist dann alles schwarz-weiß? Oh, sind wir einer von den beiden? I know you did it. You killed her. Truth is, it was her killing me. Slowly. All this time. Double Shadows. Man sieht leider nicht, wer es ist. Sieht leider nicht, wer die sind. Oh, Debüt. Errungenschaft Debüt. Und wie ihr hier unten rechts seht,
Man sieht es, hat es glaube ich die letzten Folgen nicht gesehen, aber jetzt solltet ihr es sehen, so ein bisschen, dass da rechts unten dann immer das aufploppt, was wir gefunden haben. Die Musik da hinten gefällt mir übrigens gar nicht. Oh. Ah, okay. Oh, hier ist eine 9. Seht ihr das? Da steht eine 9. Moment. Achso. Da stand aber gerade eine 9. Aber hier ist einfach zu. Müssen wir uns erst den Schlüssel holen, oder was? Gott, dieser Ständer da. Aber seht ihr? Da vorne ist eine 9. Genau da geradeaus. Das schaut doch aus wie eine 9. Das ist doch sicher intentional. Ich merke mir mal 9. Oh. Das war ein bisschen knapp. Oh nein, wenn man gezwungen ist, um eine Ecke zu laufen, ist das irgendwie nicht so toll. Oh, what the fuck. Alter, wir sind doch hier nicht mehr auf einem Schiff. Das ist doch hier kein Schiff mehr. Okay, es ist derselbe Weg. Okay, es gibt nur einen Weg. Gott, ich dachte, da wäre schon wieder ein Kopf. Alter, das Spiel fickt mich richtig hart. Oh. Ist das ein Geheimnis? Nochmal dasselbe. Wenn ich das nochmal finden muss, ist es doch hundertprozentig wichtig. Es gibt ja mehrere Enden in dem Spiel. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich weiß. Und wenn das zweimal so ein bisschen, also das hier würde ich gerade schon sehr versteckt bezeichnen. Und das vorhin war jetzt auch nicht so wahnsinnig offensichtlich. Ja, super. Oh, das ist hier die Bank Vault. Haha. Okay, wir suchen hier einen Schatz, von daher... Zehn. Ja, was heißt 10? Ja, das ist hier aber kein so ein Zahlenschloss. 80 und 40 und 10, das kann damit nichts zu tun haben, oder? Hoffe ich mal. Außer... Oh, ne. Oh. 10, 80, 40. Warum finden wir das schon ein paar Mal vorher? Aber der Code ist genau derselbe. 10 nach rechts, 80 nach links, 40 nach drüben. Okay. War das jetzt falsch? Achso, ich darf nicht loslassen wahrscheinlich. 10. 80. 40. Bin ich ja dumm? 10. 8. Oh wow, ich bin echt dumm. Nee, müsste aber korrekt sein. 10 nach rechts, dann 80 nach links und dann wieder 40 nach rechts.
18. 80. 40. Hä? Ich versuch's mal andersrum. 10, 80, 40. Nee. Eine Sekunde. Tastenbelegung. Gibt's hier eine Taste Interagieren ist Mausrad-Taste. Ducken, Rennen, Rennen umschalten, Inventar, Transkription. Wüsste mir nicht, wie das Inventar helfen soll. 10. Okay, das war offenbar richtig. 80. Und 40. Man muss jedes Mal loslassen. Okay. Eine Muschel. In the land we've seen behind shut eyes, the one of bright shores caressed by tide, where there's no pain, no fear, no fury, no lies. There we shall stand tall, our hearts full of pride. If your dreams are bold and by no man bound, if your soul is strong, unlike any other, able to build walls or tear to the ground, then yours is this world, my little brother. Okay. Oh. Oh, wow. Achso, jetzt ist da gar kein Tresor mehr. Okay. Ich find's gar nicht cool, dass uns die Rennmechanik erklärt wurde. Oh. Das ist zu ruhig. Okay, und wir sind wieder dort, wo wir angefangen haben. Nicht wirklich, aber wir sind wieder im Schiff. Oh nein, den Raum kennen wir doch, oder? Ist das nicht der? Nee, jetzt... Okay. Oh. Oh, das schaut nicht gut aus. Das hört sich... Genau, das schaut aus wie... als hätte das entweder ein Kind geschrieben oder jemand, der verflucht ist. Liegt nah beieinander, aber... Mr. Hardy ist ein Quartiermeister und das ist etwas sehr Wichtiges, denn ein Quartiermeister kümmert sich darum, dass die Crew dort ist, wo sie sein muss und immer genug Essen und Rum für alle da ist. Mr. Hardy ist seinem Kapitän sehr treu und befolgt immer dessen Befehle, da er weiß, dass er, der Kapitän, nicht Mr. Hardy, ein unerschrockener Anführer ist. Der Kapitän schimpft manchmal mit Mr. Hardy, aber nur, weil ihm seine Crew so wichtig ist. In Wahrheit, Seite abgerissen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir diese Schwester sind oder wer auch immer das sein soll, dass wir dieses junge Mädchen sind. Ich glaube, das ist schon Schwester und Bruder und dieser Mr. Hardy ist unser Bruder oder war in der dieser Nebenstory, die wir da hören, immer unser Bruder und wie gesagt, mit dem ist sicher irgendwas Schlimmes passiert. Ist ja in solchen Spielen immer so. Und das ist quasi so das, was wir geschrieben haben über unseren Bruder, wahrscheinlich nicht allzu weit, bevor dieses Unglück oder was auch immer es war, passiert ist. Oh. 3-11. Oder 3 von 11. Okay, und wir haben noch etwas bekommen. 2.
Da stand gerade hier rechts unten, da steht jetzt 2. Ich weiß nicht, ob man das gut lesen kann, aber wir haben 2 von diesen Dingern. Und da stand aber schon 3 von 11. Oh Gott, das heißt, wir haben eine übersehen. Oh. Ich frage mich ja immer, wo ich die Sachen übersehe. Oh. Okay. Projektor, sehr schön. Erstmal schauen, ob hier irgendwas ist. Hm? Okay, er ist zu. Ich nehme mal an, dass wir hier wird offen sein, sobald wir uns das angeschaut haben. Nee, da ist nichts. Okay. Und die Spur geht ja immer weiter. Die Spur geht da durch. Nee, okay, ist. Ich dachte, vielleicht kann man da tatsächlich durch. Man weiß ja nie. Okay. Und? Oh. What the fuck? Alter. Oh. Ich wette. Ja. Okay, was auch immer da gerade in der Ecke war für ein Viech, das gefällt mir gar nicht. Oh nee. Oh nee, nicht so. The Shining hat das ja schon damals etabliert. So kleine Dreiräder sind immer bösartig. Alter, ich schwitze hier gerade echt und das ist nicht die Hitze ausnahmsweise mal. Okay. Oh. Okay, das ist ein Filmset, wie es aussieht. Da sehe ich jetzt nichts Großartiges. Das sind einfach so Räume. Das ist Kameramann, der Director. Hier sind die Räume. Okay. 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 Ich mach erstmal das hier. This fellow is wise enough to play the fool. Okay, 12th Night. Okay, die Unterschrift kann man nicht gut lesen. Richard? Ne, Richard. Ne, Richard wahrscheinlich nicht, eher so. Und es könnte auch ein. Es könnte ein A oder ein R sein. Oder mit bisschen Fantasie auch ein L, was anfängt. Und unten steht. Ori? Cori? Keine Ahnung. Da oben steht William. Ach so, William Shakespeare. Ich kenne William Shakespeare 12th Night gar nicht. Okay. Hey, lass mal sich jetzt halb offen. Sehr schön. You always come with a burden. Okay. Figures, faces, voices,
wrapped in a heavy, old bag. Alles schaut ganz aus wie wenig Frames, aber ich glaube, das ist einfach nur Slow-Mo. Okay. Okay, ein volles Theater. Oder Kino, aber es könnte echt beides sein. Oder eine Oper könnte es auch sein. Ich wollte gerade schon sagen, hier ist zu hinter uns, aber... Oh nee. Oh nee, muss ich da echt so durch? Das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Okay, oh. Was steht da? Ross Schneider? Meint vielleicht, dass der... Royce... Da steht doch Schneider mit A-Y, oder? Hinten. S-H-N-A-Y-D-E-R. Schneider. Und vorne steht... Ross... Da steht, sind aber zwei Buchstaben, so Rosses Schneider oder so. Keine Ahnung. Okay. Okay. Na, wir haben offenbar keine andere Wahl. A little spark is all it takes to set the human soul on fire. What the fuck? Das ist ganz schön kranker Scheiß, möchte ich nur mal kurz betonen. Aber wir können aktuell nichts anderes tun. Noch haben wir meiner Ansicht nach keine wirklichen Entscheidungen gehabt. Und wenn, dann sind es so ultra versteckte Entscheidungen, die ich wahrscheinlich niemals finden würde, wenn ich nicht in den Guide schaue. Zum Beispiel, dass man sich irgendwie zwei Minuten bei irgendeiner... Always begins with an act of destruction. Okay, aber ich kann mal wieder nirgendwo hin. Oder? Also aus Neugier. Ich konnte hier auch nichts nehmen oder so. Also ich glaube, bis jetzt sind wir aktuell nur eine Marionette, beziehungsweise ich kann auch nichts aktiv entscheiden. Oh ne. Eine Kugel. Recording. Wenn irgendwo steht Recording, sollte man eigentlich nicht reingehen. One life ends, another begins. One life ends, the right one. Oh, das ist jetzt eine Entscheidung. Nö. Vielleicht. Hier stand doch gerade was.
Da stand doch gerade was. Da stand doch gerade was. Bin ich gerade dumm? Action. Was passiert, wenn ich in die Mitte schieße? Oder wenn ich gar nicht schieß? Ich mach mal kurz gar nichts und schau, was passiert. Why wait? Weil ich nicht töten möchte. Das ist die berühmte dritte Entscheidung. Du hast A, B, aber du hast immer auch noch nichts tun. Was vielleicht zu A oder B führt, aber tendenziell hast du auch immer ein C. Gut. Was passiert, wenn ich... Ich muss irgendwas machen. Er hat gesagt, the right one. Das heißt, ich würde jetzt nicht auf den rechten schießen, sondern auf eher auf die linke. Also auf den linken und nicht auf die rechte. Action. Achso, damit. Ich will immer zielen. Ich kann nicht in die Mitte schießen. Ich kann nicht in die Mitte schießen. Why wait? Vielleicht passiert tatsächlich noch was. Ich bin jetzt einfach mal sehr hoffnungsvoll, dass wir doch noch eine Möglichkeit haben, wenn wir nichts tun, dass irgendwas Gutes passiert. Beziehungsweise... Ich werde jetzt hier nochmal kurz ein paar Sekunden warten. Wenn tatsächlich nichts passieren sollte, werde ich noch einmal kurz versuchen, so weit wie möglich zurückzugehen. Und wenn das auch nichts bringt, dann nehmen wir trotzdem nicht den rechten, weil ich bin mir zu 99% sicher, dass wenn wir das machen, was der Erzähler uns hier sagt, dass dann nichts Gutes passiert. Und offenbar passiert auch nichts. Wir kommen hier auch nicht weiter oder so. Nee, man kommt hier auch nirgendwo hin. Hier ist auch Ende. Ich gehe hier mal die Wände so ein bisschen ab, um zu schauen. Was passiert, wenn wir hier die Türe schließen? Aber hier ist die Tür ja immer noch offen. Es muss doch eine Bedeutung haben, dass wir hier noch zurück können. Das muss es einfach. Hier kann ich leider nicht umdrehen, oder was? Man kommt hier immer noch zurück. Bis hier. Ja, aber es bringt mir leider nichts. Es bringt mir leider gar nichts, dass ich hier noch zurückkomme und hier Sachen mir anschauen kann. Es gibt hier offenbar nichts. Oh, Moment, eine Idee habe ich noch. Nee, das bringt auch nichts. Ich kann die da oben sicher auch nicht runterkriegen. Ich habe hier... Ich kann die Pistole ja nicht mitnehmen. Wenn ich sie mitnehmen könnte, würde ich versuchen, hier die Dinger zu zerschießen oder so. Aber... Damit, ich bin mir relativ sicher, dass das eine Entscheidung ist, die wichtig ist und wir ficken sie gerade. Nein.
as old as time. Who are we to rewrite it? Who are we to deny it? Weiche vom Drehbuch ab. Jetzt? Oh. Weiche vom Drehbuch ab, Errungenschaft habe ich bekommen. Ich glaube, das war nicht eine schlechte Entscheidung. Hoffe jetzt mal. Okay. Ich geh mal unten durch. Oh nee. Ja, ich crouche mal unten durch. Keine Lust, dass hier irgendwas passiert. Ich hoffe, das war echt mal eine richtige Entscheidung. Hier wird zu sehr... Oh ne, hier ist offen. Und hier... Ne, hier ist nix. Okay, das ist jetzt nicht so toll. Ah ja. Nee. Scheiße. Ja. Ich habe wohl keine andere Wahl. Oh, hätte ich hier oben irgendwas machen können? Scheiße. Die Musik ist so uncool. Also im Sinne von, ich mach mir gleich in die Hose. Nee, leider nicht. Natürlich jetzt überall flackerndes Licht, das kann doch nicht wahr sein. Inzwischen echt so verdammt Panik. Da kommt, es kommt sicher gleich irgendwas, was mich so krass erschreckt. Oh nee. Okay. Oh. Okay. Ja, genau. Ja, genau. Nein. Alter, nein. Nein.
Nein. Nein. Nein. Nein. Alter, jetzt habe ich schon eine Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber mir stehen die Haare gerade so krass zu Berge. Nein, 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 nein. Nein, ich will hier nach Hause. Ich will echt nicht, Alter, nein. Nein, da ist gerade einer gelaufen, um mich zu angreifen. Es war ein Geist, der auf mich zugelaufen ist. Da steht einer. Ja, sicher steht da einer. Ja, sicher steht da einer. Ich hab grad so Schiss, das abzumachen. Okay, die Lampe macht nicht aus. Huh. Nein. Nein. Oh nee. Oh nein. Okay, das ist... Das... Also, hier ist so hell wie hier, ganz kann es gerade immer sein. Ja, ist mir scheißegal, es ist schön hell. Ja, da kommt Stuff raus, das ist... Ja, Puppenkopf. Okay, nein, das ist jetzt nicht so gut. Bitte, ich hoffe inständig, die Engine, auf der das Spiel basiert ist, lässt keine KI zu, die mich irgendwie ficken kann. Weil ich glaube, in Layers of Fear 1 gab es eine Stelle... Ah! Nein! 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 Fuck it. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Layers of Fear 2. Das ist auch vollkommener Beschiss hier. Aber ich hoffe, ich habe eine gute Entscheidung getroffen, indem ich von Drehbuch abgewichen bin. Wir machen hier mein Ende und das reicht mir dann. Ich habe gerade so Herzrasen. Alter Schwede. Oh Gott. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Let's Play Layers of Fear 2. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.